Präsident, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause an den Endgeräten. Wir haben die Gelegenheit, hier über Berlin-Brandenburg zu sprechen. Das ist erstmal positiv. Insofern Anerkennung, dass hier ein sehr ausführlicher Antrag vorgelegt wurde. Was wir dann mit dem machen, wird sich sicherlich in der zweiten Lesung entscheiden und in den Beratungen vorher in den Fachausschüssen. Der ist ja, wird ja irgendwohin überwiesen. Insofern bin ich da nicht so entschieden wie der Vorredner, sondern versuche immer herauszufinden, gibt es doch Punkte dabei, die erstens die Diskussion hier voranbringen können und zweitens auch lohnen, tiefgründiger besprochen zu werden. Berlin und Brandenburg, meine Damen und Herren, sind wie Geschwister. Die gehören zusammen, die sind eine Familie, aber gleichzeitig sind sie auch in einem Wettstreit. Man könnte auch sagen Konkurrenz. Um Unternehmen, um Steuerbürgerinnen, um Fachkräfte und vieles andere mehr. Aber wir gehören zusammen und das müssen wir uns immer mal sagen. Und wir haben ja auch gerade gestern im Ausschuss darüber gesprochen, wie das so ein bisschen historisch gewesen ist. Und ich kann tatsächlich, wie die Kollegin von der SPD-Fraktion auch bestätigen, wir haben jetzt den Eindruck, dass in dieser Legislaturperiode nochmal ein Sprung gelingen kann in der Intensivität der Zusammenarbeit, dass die noch besser wird. Und das ist erstmal sehr löblich. Und da haben wir, glaube ich, im Koalitionsvertrag, ist hier auch schon daraus zitiert worden, sehr gute Vorsätze, die wir natürlich, und da werden Sie uns dran erinnern als CDU, auch umsetzen müssen. Ich will mal gucken auf ein paar der Punkte, das ist ja sehr lang, hier haben schon einige Kolleginnen und Kollegen drauf geschaut, was Sie vorschlagen, die Metropolraumkonferenz, ich glaube die Idee ist schon in der letzten Legislatur hier mal diskutiert worden, das ist glaube ich richtig, dass wir verschiedene Gremienebenen zusammenbringen, ob das jetzt diese Konferenz sein muss, das werden wir rausfinden in den Beratungen im Ausschuss oder an anderer Stelle, müssen wir gucken, auf jeden Fall ist es sinnvoll, dass Berlin, das Land Brandenburg, aber auch einzelne Kommunen in einen stärkeren Dialog treten. Die haben ja die Nachbarschaftsforen, da passiert das relativ kleinteilig, ein Bezirk, ein Landkreis oder zwei Landkreise, das läuft und das kann man aber sicherlich noch flankieren und verbessern. Dann haben wir hier die IBA drauf, ist schon gesagt worden, die wollen wir machen, wenn Brandenburg auch will und die Kommunen wollen, dann kommt die, ist glaube ich eine gute Sache, steht in den Richtlinien der Regierungspolitik drin. Dann haben Sie noch mal die Sache mit der Tarifzone vorgeschlagen. Da war ich ein bisschen traurig, weil da gar kein Finanzierungsvorschlag dabei ist. Der Kollege Penn hatte seinerzeit mal gefragt, was das kosten würde, die Tarifzone B auszuweiten. Da hat der Senat geantwortet, im Bereich 12 bis 25 Millionen pro Jahr, je nachdem, wo man das macht. Da bräuchten wir einen Finanzierungsvorschlag von Ihnen. Und da kann man nicht einfach aufschreiben, das sollen die mal im VBB besprechen. Also da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Können Sie ja vielleicht mit Herrn Goyni mal bereden als Chefhaushälter der CDU, was sie da für Ideen haben. So, dann haben wir das Park-and-Ride-Wesen. Ist schwierig, hängt ja mit dieser Tarifgeschichte zusammen. Ich habe mal gelernt, der beste Park-and-Ride-Platz ist zu Hause in der Garage und das sollten wir vielleicht beherzigen. Dann kommt hier der Flughafen vor. Wir haben einen Flughafen, der ist so gut angebunden, wie Tegel nie war, muss man auch mal sagen. Der hat nämlich einen Bahnhof tatsächlich unter dem Terminal. Den haben noch nicht alle gefunden vielleicht, die da angekommen sind. Aber der ist da und man kann da relativ zügig vom Alex, vom Friedrichstraße, vom Ostkreuz auch hinfahren. Natürlich, da guckt die Regierende, gibt es den Wunsch, mit der U7 auch hinfahren zu können, unterirdisch, oder vielleicht fährt die dann auch über den Acker. Das müssen wir gucken, das soll untersucht werden, ist aber natürlich eine sehr weite Zukunftsvision. Dann haben wir, das ist interessanter, dann haben wir den gemeinsamen Wohnungsmarkt, meine Damen und Herren, und da bin ich froh, weil das auch eine Klarstellung ist. Wir haben im Koalitionsvertrag und auch in den Richtlinien der Regierungspolitik drin stehen, dass wir einen gemeinsamen Wohnungsmarkt sehen der Metropolregion und dass wir an einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt in der Metropolregion auch arbeiten. Also während heute Berlin Wohnungen braucht und wir hier ganz viel bauen wollen, reißen Städte in Brandenburg immer noch Wohnungen ab.
Das ist nicht gut. Das ist ein Widerspruch und den versuchen wir aufzulösen. Gemeinsamer Wohnungsmarkt, gemeinsame Arbeit an diesem großen Thema. Die Region und das, wenn man mal mit einer internationalen Brille guckt, das ist ja gar nicht auseinanderzuhalten. Wenn man aus der Ferne guckt, dann ist das eine Metropolregion. Und auch der Herr Tesla oder der Herr Musk, dem ist das relativ schnuppe, ob das da Grünheide heißt oder Berlin. Die Zeit läuft hier runter. Ich komme langsam zum Ende, meine Damen und Herren. Also es sind ein paar Anregungen drin, die wir diskutieren werden in den Ausschüssen. Die Basis der Zusammenarbeit sind über 30 Staatsverträge, die wir heute schon haben. Und wir werden sicherlich in dieser Legislatur und vielleicht auch in der nächsten weitere abschließen müssen, um die Zusammenarbeit zu verbessern, auf eine stabile Grundlage zu stellen. Ich sage mal, einen, den ich mir vorstellen kann, ist einer für Klimaschutz. Denn wir können Energieversorgung, Umbau der Städte und Gemeinden, Klimaschutz, Klimaanpassung auch nur gemeinsam machen, ist doch völlig klar. Also dafür einen Klimaschutzstaatsvertrag zu machen, ist eine Idee. Das könnten wir tun. Wo besprechen wir das alles? Einerseits jetzt im Ausschuss zu diesem Antrag, aber dann gibt es die Idee, eine Enquetekommission zu machen, eine gemeinsame auch mit dem Brandenburger Landtag. Sie wissen, wir bemühen uns seit längerem da um engere Kontakte, eine Enquetekommission zu machen, den Stand zu analysieren und einen Fahrplan in die gemeinsame Zukunft der Metropolregion aufzustellen. Das ist unsere Idee, das haben wir vor, auch das will diese Koalition. Insofern haben wir klare Ziele abgesteckt und daran werden wir arbeiten. Herzlichen Dank.